Die Münchner nennen sie liebevoll den Rettungsring, das Schlauchboot oder das UFO. In der Allianz Arena bestreiten der berühmte FC Bayern München und der Zweitligist TSV 1860 München jetzt ihre Heimspiele. Die Außenhaut des Stadions besteht aus knapp 3000 durchscheinenden Folienkissen. Diese Kissen leuchten rot oder blau, je nachdem, welche Heimmannschaft gerade spielt. Der Bau der Arena hat über 340 Millionen Euro gekostet. Bis zu 60.000 Menschen finden im neuen Stadion Platz. Die innovative Stadionanlage bietet den Fans eine nie gekannte Nähe zum Spielfeldgeschehen. Und obwohl die WM erst im Juni 2006 anfängt, wurde das Stadion schon von Menschenmengen bestürmt. Seit der Eröffnung im Mai 2005 haben sich hier Zehntausende Fans gedrängt, die Bayern München spielen sehen wollten. Man muss sich klar machen, dass die deutsche Bundesliga mehr Fans hat, als man das aus anderen europäischen Ländern kennt. Im Schnitt kommen zu jedem Spiel 40.000 Zuschauer. Mehr als in England, Italien oder Spanien. Kommen wir von den Fans zum Spielfeld. Wie in vielen anderen deutschen Stadien ist die Spielfeldpflege wegen der niedrigen Wintertemperaturen besonders schwierig. Aber die Allianz Arena kann den Mangel an Licht und Wärme durch kräftige Heizstrahler ausgleichen, die aufs Spielfeld gerichtet werden.